gefreut, schön hier zu sein. Mein Text ist ein bisschen gesellschaftskritisch. Das habe ich aber auch erst später gemerkt. Erst müsste mal. Ich liege im Bett, bin schon lange wach, nur noch nicht aufgestanden. Müsste mal aufstehen. Und Frühstück machen müsste ich. Und duschen müsste ich auch. Aber das ist schon wieder mit so viel Aufwand verbunden. Spät geworden gestern. WG-Küchenphilosophie. Der größte Beitrag des heutigen Studenten zu einer besseren Welt ist WG-Küchenphilosophie. Glaube ich. Müsste mal Wäsche waschen. Das Beste wäre es, ich müsste mir mal eine To-Do-Liste schreiben. Kann man das so sagen? Es wäre das Beste, man müsste. Müsste man mal googeln. Google ist sowieso krass. Voll die gute Idee. Wer hatte die? So eine Idee müsste man mal haben. Man müsste Google mal googeln. Vielleicht weiß Wikipedia ja was dazu. Müsste man mal wikipedieren. So eine Idee müsste man mal haben. Eine gute Idee haben und man müsste nie wieder richtig arbeiten. Spülen muss ich auch noch. Muss ich mir merken, um es auf die To-Do-Liste zu schreiben. Was muss ich bis jetzt machen? Spülen. Frühstücken. To-Do-Liste schreiben. Noch was. Ach ja, aufstehen. Aber wenn ich Zettel und Stift hole, um die To-Do-Liste zu schreiben, werde ich ja schon aufgestanden sein. Muss also nicht mit auf die To-Do-Liste. Zettel und Stift am Bett, das müsste man haben. Dann müsste ich nicht aufstehen, um die To-Do-Liste zu schreiben. Dann müsste ich aber To-Do-Liste schreiben, nicht mit draufschreiben. Einkaufen muss ich auch noch. Muss ich mir auch merken. Einkaufen. Spülen. Duschen. Noch irgendwas. Komm jetzt nicht drauf, müsste ich nachdenken. Durst habe ich. Rotwein getrunken gestern. Peter hat Rotwein mitgebracht. Eigentlich mag ich Rotwein nicht. Weißwein mag ich auch nicht. Durst habe ich aber. Haben auch geraucht gestern. Ich rauche eigentlich nicht. Ich mag Rauchen nicht. Noch weniger als Wein. Aber viel philosophiert, gut war's. Ich weiß nicht mehr, über was wir alles geredet haben. Ich weiß nur noch, zu welchem Schluss wir gekommen sind. Ihr seid alle doof. Also alle Deutschen. Vor allem die, die was zu sagen haben. Ja, gerade die, die was zu sagen haben. Also nur die, die was zu sagen haben. Vielleicht sind doch nicht alle doof. Regierung ist doof. Haben da voll viel drüber geredet. Man müsste mal einen Brief an die Regierung schreiben. Brief schreiben. Muss auch auf die To-Do-Liste. Ich finde wichtig, was zu verändern, wenn man die Möglichkeit hat. Sollte jeder machen, macht aber kaum einer. Immer reden nur alle. Finde ich kacke. Darüber haben wir auch geredet. So Leuten müsste man mal die Meinung sagen. Aber die kennt man ja nicht auf der Straße. Gibt viel zu viele von der Sorte. Müsste weniger geben. Wäsche waschen. Einkaufen. Aufstehen. Frühstücken. Oh. To-Do-Liste schreiben. Durst habe ich. Und pissen muss ich auch. Peter hat gesagt, das Problem unserer Zeit sei die lediglich verbale Auseinandersetzung mit Konfrontationen, deren Lösung sowieso offensichtlich wären. Dabei gleiche die Energie zum Handeln, der zum Aufwärmen einer Tasse Wasser benötigt würde, wohingegen der Zerredung eines Konflikts die globale Erwärmung gleichzusetzen sei. Ein nicht unentscheidender Faktor dabei sei, dass Prokrastination buchstäblich zum Kavaliersdelikt verkommen sei, was bei niemandem mehr ein moralisches Defizit hervorrufe, wenn nun noch referiert und kritisiert und nicht mehr agiert und operiert wird. Keine Ahnung, ob er recht hat. Müsste man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Ein paar Begriffe erstmal googeln. Später. Erstmal frühstücken, duschen, einkaufen, Brief schreiben, pissen und noch was. Ach ja, aufstehen. Dankeschön. Applaus für Christian Oppel.